Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. von uns, weil unsere beiden Fellknolls sind auch wieder mit am Start. Ich habe für euch die Frühlingsfavoriten heute und ich habe mir so Gedanken gemacht, was ich denn im Frühling so am liebsten benutze, weil bei mir stellt sich das dann schon von Jahreszeit zu Jahreszeit immer so ein bisschen um. Es ist von allem etwas dabei, auch fürs Wohlfühlen sozusagen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Starten wir mit meinen ersten beiden Favoriten und das sind Parfums, die ich im Frühling sehr, sehr gerne benutze. Und zwar ist das von Guerlain, das Mont Guerlain und ich liebe es. Eigentlich ist das so ein Ganzjahresfavorit, aber ich muss sagen, dass ich jetzt erst wieder vermehrt dazu greife. Es riecht einfach so, ja, also es ist kein so aufdringlicher Duft, es ist ein frischer, süßlicher Duft, aber ohne Kopfschmerzen, also ich bin sehr, sehr empfindlich, was Düfte anbelangt und ich kann euch das wirklich empfehlen. Das war ein blinder Kauf. Ich habe die Duftbeschreibung gelesen und es war Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Habe mir auch das nochmal nachgekauft. Also das ist jetzt der zweite Flakon, ein großer. Und dann habe ich euch ja in meinem letzten Video, glaube ich, schon meine DM-Favoriten gezeigt und da war das Nivea Deo ja auch dabei. Deo sage ich schon, Parfüm. Und ich liebe es. Also es hat wirklich diesen typischen Nivea-Duft. Und ich finde das gerade so tagsüber, wo man ja nicht so stark nach Parfüm duften möchte, finde ich es wirklich perfekt. Einfach mal so drüber sprühen, kann man auch super in die Handtasche geben. Ja, also es sind wirklich zwei Top-Favoriten. Dann bleiben wir gleich bei Düften, aber nicht für mich, sondern fürs Haus. Ich liebe es, wenn man irgendwo reingeht und es duftet schon lecker. Man fühlt sich direkt wohler und ich achte auch super, super penibel drauf, dass bei uns auch immer lecker duftet. Also es ist nicht jetzt zu übertrieben, sondern einfach so, ja, ein angenehmer Duft im Haus ist. Und da habe ich einen absoluten Favoriten von Ava & May und zwar ist es der Duft Rio de Janeiro. Und ich habe einmal die Duftstäbchenform. Das ist jetzt neu. Ich habe nämlich mir schon wieder welche nachbestellt, weil ich habe die Duft, seit es den gibt, immer im Haus. Und dann habe ich auch die Duftkerzenversion. Das ist jetzt die kleine. Ich hoffe, dass es irgendwann mal einen Raumspray davon gibt. Ich liebe diesen Duft. Ich weiß, das ist immer Geschmackssache. Ich werde euch aber auch die Duftkomponenten hier mal einblenden. Es ist ein sehr frischer Duft, der aber auch ein bisschen ins Süßliche geht. Aber wie gesagt, absolut nicht aufdringlich oder so. Man kann ja auch das selbst steuern mit den Stäbchen, wie viel das man reingibt. Ich habe jetzt im Bad unten zwei Stäbchen, das reicht allemal. Und ja, also wie gesagt, ich liebe es. Der Duft, ich habe mich sofort verliebt. Und ja, es ist jetzt keine bezahlte Kooperation. Ich habe keinen Code leider. Aber falls ihr mir auf Instagram folgt, dann habe ich regelmäßig immer tolle Rabattcodes von Ava & May. Link zu meinem Instagram-Account werde ich euch in der Infobox mal reinsetzen und da heißt ihr auch Use Beauty, könnt ihr mir gerne folgen. Dann kommen wir zum Beauty-Bereich und ich habe zwei tolle Favoriten, den einen kennt ihr schon, den anderen glaube ich noch nicht. Und zwar von Beautymates den AHA Glow Booster. Na klar, die Teile müssen in meine Favoriten rein, weil ich habe die ja schon Ewigkeiten als Favoriten. Aber ich glaube, dieses hier kennt ihr noch nicht. Und zwar ist es der AHA Glow Booster und wie der Name schon sagt, verleiht er einfach einen wunderschönen Glow. Und gerade so im Frühling und Sommer liebe ich das einfach total, wenn die Haut so ein bisschen strahlender ist. Im Winter mag ich es mehr matt, aber so im Frühling und Sommer mag ich das, wenn die Haut so ein bisschen strahlt. Und das Produkt hat AHA und BHA drinnen. Heißt, man soll das lieber abends benutzen und sowieso tagsüber immer einen hohen Lichtschutzfaktor verwenden. Spendet ultra viel Feuchtigkeit und verfeinert und verbessert definitiv das Hautbild, weil das einfach so wie ein Peeling wirkt. Man kann den entweder alleine benutzen, also so als Kur für 14 Tage und dann wieder mal stoppen, damit die Haut dann einfach diese ganzen Inhaltsstoffe verarbeiten kann. Ich benutze es allerdings mit meiner liebsten Creme von Beautymates. Die kennt ihr ja schon, das ist die Hyaluron Cream Boost. Verwende ich nachts wie auch tagsüber, spendet super viel Feuchtigkeit. Was ich aber an der Creme besonders liebe, ist, dass die so schnell in die Haut einzieht. Ich habe ölige Haut und ich hasse diesen Ölschleier. Und das macht die Creme hier gar nicht. Ganz im Gegenteil, sie reguliert einfach so diesen Ölglanz in meinem Gesicht. Das muss ich wirklich sagen, das hat sie so, so viel verbessert. Ich weiß auch, dass ihr total zufrieden seid. Wie ich das Ganze miteinander kombiniere, werde ich euch auch nochmal hier einblenden. Meine Abendroutine sozusagen. Ich gebe einfach eine erbsengroße Menge in die Handfläche, mische das mit zwei Tropfen von diesem Glow Booster, gebe das auf die Haut auf und fertig. Also es ist wirklich kein Akt.
Ihr könnt auch verschiedene Produkte miteinander mixen von Beauty Mates. Es gibt super, super tolle andere Produkte, die auf den Hauttyp abgestimmt sind. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob die Produkte was für euch sind, es gibt einen Hauttyp-Berater, da könnt ihr euch individuell euer Set zusammenstellen. Man kann die Produkte aber natürlich auch einzeln erwerben. Ganz wichtig vielleicht für Allergiker oder alle, die ein bisschen empfindlich sind mit der Haut, es sind keine Parabene, Duftstoffe oder irgendwie sonst irgendwas drinnen in den Produkten. Deswegen vertrags ihr also super die Produkte, weil ich da echt sehr, sehr empfindlich bin. Mein Rabattcode von 30%, der ist immer nur gültig. Ich werde euch den hier mal einblenden. Genauso wie alle anderen Informationen zu Beauty Mates in der Infobox verlinken. Weiter geht's mit einer wunderschönen Foundation, die ich wirklich absolut liebe, die im Drogeriepreissegment ist und ich finde einfach unschlagbar ist. Und zwar ist es die Wet n Wild Photo Focus Foundation und ich habe hier die Farbe Golden Beige. Ich finde die Farbe alleine schon wirklich perfekt, die Konsistenz ist perfekt, ich habe eine samtige Haut und was ich an der Foundation so liebe ist, dass die aufbaufähig ist, ja, also man kann entweder eine leichte Deckkraft machen, so wie heute, es ist alles schön abgedeckt, aber trotzdem ist jetzt irgendwie das nicht so maskenhaft, ich finde meine Haut oder beziehungsweise so die einzelnen Sommersprossen oder so, die scheinen nur so ein bisschen durch, man kann die aber auch definitiv aufbauen, also wenn man da mehr Schichten drüber gibt, dann ist absolut eine volle Deckkraft da und das liebe ich, ohne dass das irgendwie maskenhaft ausschaut, überhaupt nicht. Meine Haut ist den ganzen Tag mattiert, wirklich den ganzen Tag. Sie ist leider nicht wasserfest, ja, meine Estee Lauder Double Wear, die ist wasserfest. Deswegen, falls ihr jetzt zum Sport zum Beispiel Foundation drauf machen wollt oder keine Ahnung, ja, also dann könnte es sein, dass die ein bisschen verläuft, aber ansonsten so für den ganzen Tag, ich bin absolut begeistert. Es gibt leider jetzt nicht so die riesige Farbauswahl wie bei der Estee Lauder, aber es ist trotzdem für jeden Hauttyp was dabei, entweder warm, neutral oder kalt. Also das ist auf alle Fälle gewährleistet. Ich glaube, die kostet so um die 6-7 Euro, werde ich auf alle Fälle den Link in die Infobox setzen und ja, ich bin absolut in love. Die nächsten beiden Lieblinge oder drei Lieblinge eigentlich sind Blushes und die liebe im Frühling, weil die Farbe einfach so perfekt passt. Und zwar ist es einmal von MAC die Farbe Love Cloud. Ich habe jetzt die, das ist einfach nur ein Nachfüller, deswegen habe ich jetzt die da drinnen. Und es ist der schönste Ton ever für den Frühling. Vor allem die Farbe hat so ein bisschen Schimmer drinnen, aber jetzt keinen groben Glitzer oder so. Ich werde euch den jetzt einfach mal da auf dem Finger swatchen. Ich glaube, das kann man schon ein bisschen erkennen. Ein sehr, sehr schöner Farbton, wie gesagt, für den Frühling und ja, die Konsistenz ist einfach auch so angenehm. Es ist nicht so stark pigmentiert, dass man jetzt gleich ausschaut wie ein Clown. Das Traurige ist nur, der ist so nicht mehr erhältlich, außer auf eBay. Werde ich den mal verlinken. Kostet 30 Euro, aber ich glaube, das ist jetzt relativ normal für einen Blush. Und meine nächsten beiden Lieblinge sind von Daniel Sandler. Das ist der Watercolor Liquid Cheek Color. Und das sind zwei verschiedene Farben, die mixe ich sehr, sehr, sehr gerne. Von der Konsistenz, ich glaube, man hört schon, das ist auf einer Wasserbasis und ich habe das so in der Art noch nie gehabt. Vorsicht geboten, die sind wirklich extrem gut pigmentiert. Ich mache das immer so, dass ich beide, also die kommen mit so einem, ja, man kann das sehr gut dosieren. Gebt da immer einen Tropfen von beiden Farben drauf, vermischt es mit den Fingern und geht dann mit dem Pinsel erst rein und tupft es dann auf die Wangen. Und es macht ein wunderschönes Finish. Es schaut gar nicht aus wie aufgemalt, sondern es schaut irgendwie so aus, als wären die Bäckchen einfach von Natur aus so farbig. Also ganz schlecht zum Beschreiben. Wirklich ein tolles Produkt, wie gesagt. Sehr, sehr gut pigmentiert, muss man aufpassen mit der Dosierung, weil man kann wirklich leicht ausschauen wie ein Clown, aber ja. Passend dazu habe ich auch einen Lippenstift von Yves Saint Laurent und zwar ist es der Rouge Volupt Shine in der Farbe 47 und es ist ein sehr schöner Ton, der meiner Meinung nach auch perfekt für den Frühling passt. Es ist eine Farbe, die mehr wie ein Gloss ist. Perfekt einfach, wie gesagt, auch für den Frühling. Ist ein nudefarbener Ton, der aber mal nicht ins Bräunliche geht. Das steht mir einfach überhaupt nicht, sondern mehr ins Rosane. Und ja, also wie gesagt, für mich die perfekte Farbe. Von der Haltbarkeit her ist jetzt natürlich nicht wie ein matter, aber ich finde einfach die Konsistenz so wunderschön. Der Duft ist angenehm und wobei ich ja wirklich gestehen muss, dass das der einzige Lippenstift ist, den ich in diesem
teuren Preissegment überhaupt besitze. Mein nächster Frühlingsfavorit passt auch wieder super von der Farbe her. Und zwar ist das ein Nagellack von Maybelline Color Show. Und es ist die Farbe Neblein, die Nummer 77. Und ja, passt auch perfekt zu meinem Blazer, jetzt sehe ich gerade, gell? Also für alle Mädels, die vielleicht keine Gelnägel tragen, kann man aber auch super auf die Fußnägel auftragen. Und manchmal habe ich einfach so richtig Bock, obwohl dass ich Gelnägel habe, dass ich mir eine andere Farbe drüber gebe. Der deckt wunderschön. Also das ist ja wirklich bei den hellen Farben oft das Problem, dass die nicht decken. Aber der deckt wirklich super. Und ja, wie gesagt, die Farbe, die ist ein... Mein nächster Favorit passt auch wieder perfekt für den Frühling. Und zwar ist es von Maybelline Color Show 60 Seconds, die Nummer 77 Neblein. Oder ich hoffe, das spreche ich jetzt richtig aus. Eine tolle Farbe, wie gesagt, für den Frühling. Und bei den hellen Farben ist ja das oft das Problem, dass die nicht decken. Aber der hier, der deckt wirklich perfekt. Ich habe zwar Gelnägel drauf, aber manchmal habe ich einfach so Bock, dass ich mir den nochmal drüber lackiere oder Fußnägel oder so. Ja, wie gesagt, und der kostet auch wirklich nicht viel, den kann ich euch wirklich empfehlen und der trocknet auch noch schnell. Mein nächster Favorit ist aus dem Bereich Fashion und ich freue mich jedes Jahr, wenn der Frühling kommt, damit ich diese Teile wieder rausreißen kann. Und zwar sind es so Ballerinas von Converse und ich liebe sie. Ihr habt jetzt bestimmt schon 3 Jahre und die schauen immer noch toll aus. Ich schmeiße die übrigens auch immer in die Waschmaschine, wenn die dreckig sind und die schauen trotzdem immer noch top aus. Gibt da immer noch frische Sohlen rein, weil ihr wisst ja, so barfuß und so, ne? Und Schuhe, das ist jetzt nicht so lecker. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, ob es die auch noch in andere Farben gibt. Ich habe die jetzt bisher nur in weiß gesehen. Aber ich bin eher so ein Fan eher von weißen Schuhen, gerade so bei Sneaker. Es ist jetzt ja auch ein Sneaker-Verschnitt, weil die einfach überall dazu passen. Und die sind super bequem, ja, und schauen immer stylisch aus. So, das war's jetzt zu meinen Frühlingsfavoriten. Ja, jetzt bin ich fertig mit dem Video drehen. Jetzt sind da meine Rabauken auch wieder ruhig da hinten. Auf alle Fälle hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann schenkt mir ein Däumchen nach oben. Alle Infos, alle Produkte werde ich euch in der Infobox nochmal verlinken. Und nächste Woche, wenn alles klappt, kommt endlich mein lang ersehntes Dekorationsvideo, so wie ich es euch ja versprochen habe. Ihr könnt es mir auch gern abonnieren und die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ein wunderschönes Wochenende und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video. Mua. Tschüss! Mua.